Hi Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr schnell und einfach ungefähr in 1,5 Stunden oder 2 Stunden, je nachdem wie schnell ihr arbeitet, so ein wunderbares Tütü selber basteln könnt. Und zwar ohne die Nähmaschine in die Hand zu nehmen und ohne Nähkünste zu haben, sondern einfach nur mit der Knotentechnik. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht ja, jeder Erwachsene, also ich habe es mit ein paar Freundinnen gemacht, wir haben auch nicht alle dieselbe Figur. Jeder Erwachsene braucht 8 Meter Tüll. Wir haben total billigen Faschingstüll gekauft, da hat der Tüll 1,50 pro Meter gekostet, also das ist dann wirklich auch total günstig. Also 8 Meter Tüll, ein Gummiband, ungefähr so eine Länge, ja, damit ihr das dann gut um eure Hüfte wickeln könnt. Eine Schere und ein bisschen Zeit. Und das war's schon. Das habe ich jetzt hier schon fast fertig. So sieht das dann aus. Ich habe es leider während dem Machen nicht filmen können, weil ich nicht wusste, wie es wird. Aber es ist so toll geworden, deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten und erkläre euch das, wie ihr das macht, jetzt anhand von einer Zebra-Rolle. Ich habe für mein Tütü 8 Meter Stoff gekauft. 8 Meter ganz billigen Faschingstüll. Der war 1,40 breit. Das heißt, der war doppelt gelegen. Ich zeige euch das jetzt, als ich ihn gekauft habe. Mit 1,40 Breite. So kauft man ihn. Der liegt dann doppelt und hat dann hier eine Breite von 70 cm. So, dann habe ich den Stoff einfach genommen. So, und auf den Boden ausgelegt. Nachdem 8 Meter wahnsinnig lang sind, habe ich ihn dann erstmal halbiert oder gestückelt. Das ist ganz egal. Ihr könnt dann einfach Stücke machen und den Rest von dem ganzen Stoff einfach beiseite legen. Es ist immer noch zu lang für euren Wohnzimmerboden. Dann macht ihr einfach nochmal Stücke, damit das nicht zu lang ist. Okay. Sagen wir mal, das Ganze sind dann 4 Meter, die ihr dann ausgelegt habt. Und der Tüll liegt noch doppelt. Mit einer Breite dann von 70 cm. So, dann schneide ich den hier durch, damit der nicht mehr doppelt liegt. Also ich kann ihn schon doppelt liegen lassen, aber damit das Einzelstücke jetzt geworden sind. Dann hat jedes Einzelstück eine Breite von 70 cm. Und dann schneide ich hier einfach, das kann ich dann am Boden liegen lassen, schneide ich dann einfach Streifen. Und die müssen auch nicht schön geschnitten sein, die müssen auch nicht gleich dick sein. Ich mache dann manche ganz dünn und andere wiederum ganz dick. Und die schmeiße ich einfach alle zusammen auf einen Haufen. Komme ich dann später dazu. Dann mache ich hier ein paar dickere. So, das sind dann alles so einzelne Streifen. Ich zeige euch das, wie das dann beim Tüll aussieht, mit der richtigen Länge. Sieht das dann so aus. So, und da habt ihr dann, da seht ihr auch, ich habe mich hier wirklich nicht besonders angestrengt, den schönen, ich zeige es euch mal näher, den schön gerade zu schneiden. Das ist völlig egal, das schneidet ihr einfach so Streifen, die kommen alle auf einen Haufen drauf. Das war dann bei mir wirklich so ein Haufen voll mit Hüllstreifen. So, und dann geht es weiter. Ihr braucht ein Gummiband. Das zeige ich euch hier, einfach so ein Gummiband. Das kriegt man in jedem Stoffladen eigentlich. Ist eigentlich auch total egal, wie breit jetzt dieses Gummiband ist. Hauptsache, es ist Gummi und elastisch. Ob das jetzt die Hälfte von dem, was ich jetzt hier habe, ist. Oder ob es auch so, dass es jetzt hier ziemlich breit ist, oder ob das auch so breit ist, völlig egal. So,
Das Gummiband legt ihr euch dann einfach hin und fangt irgendwo an mit dem Knoten. Dazu nehmt ihr einen von diesen Tüllstreifen, die ihr gerade geschnitten habt, legt den doppelt aufeinander und dann habt ihr hier eine Schlaufe. Die Schlaufe legt ihr um das Gummiband und zieht dann das Ende durch, sodass ein Knoten entsteht. Und den zieht ihr richtig fest, aber Achtung, nicht zu fest, weil der Tüll, zumindest der billige Tüll, der reißt dann schnell. Zieht ihr fest und schiebt es an die anderen Streifen eng ran. Ich zeige das jetzt nochmal näher. Hier ist das Gummiband. Sind hier richtige Massen an Stoff. Also, dann habe ich hier den Tüllstreifen, lege den doppelt. Dann steht hier oben, habe ich dann so eine Schlaufe. Lege die Schlaufe an das Gummiband und ziehe die andere Seite durch. Ziehe es fest und schiebe es an die anderen Streifen ran. Und hier, also bei dem Tütü ist es total toll, weil es wirklich egal ist, wie genau ihr arbeitet. Ich glaube, also ich bin total zufrieden mit meinem Tütü. Ich glaube, das Tolle daran ist halt auch, wenn man nicht so genau arbeitet und jeder Streifen irgendwie ein bisschen eine andere Dicke hat. Die maximale Dicke, die ich verwendet habe, für die einzelnen Streifen sind 10 cm. Und ja, die dünnste, die ich habe, sind, glaube ich, so 4 cm. Dann nehmt ihr so einen Streifen, legt ihn wieder an das Gummiband. Ich lege das dann immer so drauf und ziehe die andere Seite einfach durch. Festziehen, ranschieben, fertig. Und das macht ihr gefühlte eine Million Mal, bis ihr alle eure ganzen Tüllstreifen hier an dem Gummiband befestigt habt. Und dann, das Tolle an dem Gummiband ist, dass es dann, dass ihr wirklich eure Größe noch nicht abmessen müsst, sondern das könnt ihr dann individuell machen und auf eure Hüfte anpassen. Dann nehmt ihr das Tütü, wickelt das einfach so um eure Hüfte, so damit es euch dann gut passt. Knoten rein ins Gummiband, noch einen. Und dann schiebe ich die Tüllstreifen hier drüber, damit der Knoten verdeckt ist. Also mit Tüll kann man das wunderbar machen. So. Tue sie noch mal ein bisschen anordnen. Und fertig ist das Tütü. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über eure Kommentare und ich würde mich auch über eure Fotos freuen, wie eure Tütüs geworden sind. Ciao!